Hallo liebe Bienenfreunde, heute zeige ich euch, wie ich die Zargen vorbereite für die nächste Saison, der Teil 2, Anbringen der Beuteklammern. Schaut es euch doch einfach mal an. So, weiter geht's mit dem Vorbereiten der Zargen. Da müssen ja noch die Beuteverbindungsklammern rein, oder Zargenverbindungsklammern. Hier ist die Kurzanleitung, wie die Dinger eingebaut werden. So. 20 in der Höhe, 60 in der Breite. Dafür habe ich mir eine Vorrichtung gebaut. So ein Brett mit drei Löchern drin, jeweils 60 mm auseinander. Von dieser Kante aus sind sie 20 mm. So, dann lege ich die einfach an. Markiere mir die Löcher. Ganz reindrehen. Ach, dumm gelaufen. Die erste Panne heute. Verkehrt rum. Also nochmal raus. Passt die da drunter. So, oben schön anlehnen an der Oberkante. Mist gemacht. Nochmal ab. Man sollte bei allen Zargen natürlich immer gleich arbeiten, damit die auch untereinander kompatibel sind.
aufkommt. Oder bei allen Zargen. Jetzt drehen wir die Schablone einfach um. So, sieht das denn aus? Unten eine, oben zwei mit B. Das bei allen Zahlen. Wenn wir die nachher übereinander stellen, kommt der Bügel da drüber. Und jetzt haben wir Spannung. Sehr viel Spannung. Noch ein bisschen nach außen gebogen werden, dann kommt man da besser dran. Ich komme da jetzt gar nicht dran in den Fingern. Kann man auch noch weiters abmachen. Die sitzen sehr stramm, die Klammern. Das kennst du auf der anderen Seite auch. Oh, da sind wir ja noch nicht so. Da fehlt ja noch was. So, die Schablone richtig rum. Meine Schablone verkehrt angehalten. Ja, gar nicht in der Mitte. Auch nicht. Wie kommt denn das jetzt? Weil die Zarge gar nicht richtig draufsteht. Oh.
Boden ist das immer ein bisschen Fummelarbeit, weil der Boden kleiner ist wie die Zargen. Denn die Zargen stehen über und das ist gut so, dass Regenwasser abtropfen kann. Das ist eine sehr feste Verbindung. Oh nee, ne? Wieder verkehrt rum. So, jetzt haben wir es auch. Okay. Nächste Zeile. Ja, jetzt hat meine Familie das hier schwarz eingemalt. Jetzt habe ich mit meinem Bleistift Probleme. Nehme ich einfach eine Reißnadel und pieke mir da ein Loch rein. Ja, keine kleinen Dummen, ne? Wo ist es denn? Was ich ein bisschen blöd finde, die Bügel sind aus Edelstahl und die Schrauben sind einfach nur verzinkte Schrauben. Das ist eine sehr blöde Kombination, denn Edelstahl und Zink verträgt sich nicht. Das heißt, die Schrauben werden früher oder lang kaputt oxidieren. Und edlere Metall wird durch Korrosion immer aufgefressen. Wenn man wissen will, wie gefährlich das ist, kann man im Tabellenbuch gucken. Stichwort elektrochemische Spannungsreihe. Herstellern gekauft und überall das gleiche. Über das Edelstahl und die Schrauben aus verzinktem Stahl. Das ist gar nicht gut.
Weise habe ich alle Varetzagen bei mir und kann die untereinander immer austauschen. So, jetzt von drei Zagen. Was fehlt denn noch am Marietörmchen? Das Kissen. Das Kissen ist eigentlich egal, das ist viereckig. Ich habe bei dem Kissen ja hier eine Dämmplatte drin. Und den weißen. Bei den anderen habe ich Kleintierstreu und Stroh drin. Und hier probiere ich jetzt mal so eine Platte aus. Das hat den Vorteil, ich kann die rausnehmen und kann irgendwas anderes reinpacken. Meinetwegen eine Platte mit einem runden Loch für zum Füttern oder was weiß ich. So, hier brauchen wir nur eine einzige, weil das ist ja die letzte. Und die Zarge geht in das Dach rein. So, dann habe ich aber noch einen Fütterer. Genau wie bei anderen Leuten auch. Den muss ich von innen noch mit Bienenwachs ausstreichen. Der bekommt natürlich jetzt auch wieder die Klammern. Ich habe die Oberträger drin. Anfangsstreifen. In den Oberträgern. Dazu gehen wir in die Küche. Aufräumen. So, die habe ich immer in meiner Imkerkiste. Meine Imkerkiste. Und wenn ihr wissen wollt, was ich hier alles drin habe, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Dann räume ich sie mal für euch aus.